Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Wenn du neu hier auf dem Kanal bist, mein Name ist Mel und du findest hier gechannelte Botschaften von Gott rund um den Dualseelenprozess und zum energetischen Weltgeschehen. Es ist mir ein Herzensanliegen, dir in deinem Prozess zu helfen und dir mit Hilfe von Gott in die Union zu helfen. Wenn dir die Videos weiterhelfen, so freue ich mich sehr über ein Like und ein Abo von dir. So verpasst du keine der neuen Botschaften mehr. Ich wünsche dir jetzt viel Freude bei der heutigen Folge. Meine geliebten Kinder, ihr fragt euch, was es bedeutet, wenn ihr mit eurem geliebten Herzensmenschen keine normale Partnerschaft und Beziehung zustande bekommt. Ihr fragt euch, was der Auslöser dafür ist und weshalb das ein ständiges On und Off bei euch beiden ist. Ihr versteht das Ganze nicht, da ihr vorher bereits einige Partnerschaften hattet, die sicherlich sehr gut funktioniert haben. Doch bei deinem geliebten Herzensmenschen und dir, da klappt das irgendwie nicht so richtig. Vielleicht dachtest du, dass es an ihm liegt und er einfach nicht so weit ist. Oder ihr beiden passt doch nicht zusammen. Es irritiert dich, dass er mal sehr offen und zugewandt ist, und im nächsten Moment die Stimmung zwischen euch beiden eher recht unterkühlt zu sein scheint. Viele Male hast du dir den Kopf darüber schon zerbrochen und vielleicht hast du es dann einfach aufgegeben. Aufgegeben, an diese Menschen weiter festzuhalten. Aufgegeben, deine Energie in eine ausweglose Sache zu investieren. Und nachdem du das getan hast, hattet ihr urplötzlich wieder Kontakt miteinander. Dabei fühltest du dich gleich wieder sehr wohl, so als sei es nie anders gewesen. Weshalb das so war, darüber hast du nicht nachgedacht. Und für euch beide entstand wieder ein liebevoller Kontakt. Das ging eine Zeit lang gut und dann distanzierte dein geliebter Herzensmensch sich wieder von dir. Die Gründe dafür können verschieden sein, doch das Ergebnis ist immer das gleiche. Rückzug und kein Kontakt. Doch was genau steckt hinter diesem ständigen On und Off, dem Hin und Her? Nun, mein geliebter Schatz, es ist deine innere Zerrissenheit. Du weißt nicht, ob du auf deinen Kopf oder dein Herz hören sollst. Alles scheint für dich keinen Sinn zu ergeben. Und in der Tat ergibt das auch keinerlei Sinn. Der Kopf ist nie im Einklang mit deinen Gefühlen. Dein Kopf kann nicht fühlen. Er zeigt dir lediglich alte Erinnerungen oder Szenarien aus der Zukunft, die nicht real sind. Daraufhin glaubst du, dass es real sei, was du erlebst. Somit gehst du von deinen Gefühlen weg und hin zum Verstand. Das passiert häufig sehr unbewusst, da du verschiedene Dinge in dir abgespeichert hast. Mit Sicherheit möchtest du aus diesem Hin und Her in dir und somit diesem Hin und Her mit deinem geliebten Herzensmenschen heraus. Das ist ein sehr bewusster Schritt, den du dabei gehen musst. Alles beginnt mit deiner Entscheidung. Du wirst weiterhin deine Erfahrungen machen, bis du selbst bereit bist, diesen Schritt zu gehen. Und es bedeutet nicht zwangsläufig, dass du deinen geliebten Herzensmenschen verlässt und ihn und dich aufgibst. Das versucht dir lediglich dein Verstand einzureden. Auf wen wirst du hören, mein Schatz? Ich liebe dich. Seid gesegnet, behütet und beschützt bei allem, was ihr tut. Ich hoffe, du hattest viel Freude bei der heutigen Folge und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und eine wunderschöne Zeit bei allem, was du machst. Bis bald! Tschüss!